Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ihr habt es vielleicht gerade schon gesehen, ich bin mal wieder in Köln und zeige euch heute ein Produkt, was eigentlich schon für letztes Jahr geplant war oder auch schon gebucht war. Und zwar fliege ich dann heute jetzt endlich mit Freebird Europe. Letztes Jahr war ich gebucht nach Heraklion. Stattdessen bin ich ja dann mit Eurowings nach Thessaloniki geflogen. Heute fliege ich mit Freebird Europe nach Fuerteventura. Letztes Mal für dieses Jahr auf die Kanaren. Und wünsche euch jetzt ganz viel Spaß mit diesem Video und wir schauen uns heute mal endlich an, wie Freebird so ist. Ich mache mich jetzt gerade auf den Weg zum Check-in, weil das ist auch schon das erste. Freebird hat keinen Online-Check-in. Das heißt, man muss zum Check-in. Ich gebe heute wieder kein Gepäck auf. Kann euch aber sagen, ich dürfte 20 Kilo als Gepäck aufgeben. Aber ich mache mich jetzt auf den Weg zum Check-in, um meine Bordkarte zu holen. Ich habe mir allerdings einen Sitzplatz reserviert, also brauche ich mir da schon mal keine Gedanken machen. Ich melde mich dann gleich nach der Sicherheitskontrolle wieder bei euch. Wie ihr sehen könnt, ich bin noch nicht durch die Sicherheitskontrolle. Das ist ein einziges katastrophisches, eine Dreiviertelstunde hier am Check-in und es geht nicht voran. Man hat schon Wasser bekommen. Mal sehen, wann es losgeht. Abflug ist übrigens heute um 6 Uhr, soll eigentlich. Jetzt haben wir es schon 4:45. Ich stehe ziemlich weit hinten in der Schlange. Vorne tut sich noch nichts. Bin mal gespannt, wie das weitergeht. So, wir haben es jetzt inzwischen 7 Uhr und ich bin jetzt fertig am Check-in. 6 Uhr wäre Abflug gewesen. Ich bin jetzt über 3 Stunden in der Schlange am Check-in gestanden. Als Grund hat man genannt, dass irgendwelche Koffersysteme nicht funktionieren, also mit dem Gepäck hier. Und ja, das kann man glauben. Ich lasse es einfach mal so stehen und kommentiere das jetzt mal nicht, weil andere Schalter, andere Airlines haben ganz normal, mehr oder weniger normal funktioniert. Für mich heißt es jetzt, sich wieder auf den Weg zu machen. Was auch komisch war, ich war jetzt in Terminal 2 am Check-in, muss jetzt wieder zu Terminal 1, wer Köln kennt. Und der Flieger steht scheinbar an Terminal 1 am Gate. Ich mache mich dann jetzt aber auf jeden Fall auf den Weg in die PK und dann melde ich mich gleich. Ich hoffe, dass es dann auch ziemlich zügig jetzt gleich los nach Fuerteventura geht. Die Sicherheitskontrolle hat jetzt auch nochmal dreiviertel Stunde gedauert, inzwischen 8:15 oder ja, 8:05. Ich mache jetzt auf jeden Fall direkt auf den Weg zum Gate. Wir hoffen, dass es jetzt auch gleich direkt dann losgeht. Wie gesagt, ich möchte noch mal schon mal dazu sagen, da kann dann sicherlich die Airline nichts dafür. Also es ist ein heilloses Durcheinander. Ich habe es ja auch schon deutlich besser gesehen hier in Köln. Und von daher definitiv ärgerlich, jetzt so eine Verspätung wegen so einem Chaos. Aber letzten Endes hake ich das jetzt ab und hoffe, dass es gleich uns ein guter Flug erwartet. Also mich ein guter Flug erwartet. So, hier läuft natürlich auch direkt jetzt Boarding, wenn man noch am Gate ist. Ihr seht, ich trage wieder Maske. Das hatte ich jetzt in dem ganzen Stress vergessen zu erwähnen. In den Flughäfen ist keine Maskenpflicht. Das habe ich jetzt gerade, richtig mal genossen. Mal wieder ohne Maske im Flugzeug, Flughafen. Und jetzt mit Maske gleich im Flugzeug. So, dann auch herzlich willkommen an Bord hier in der A320 von Freebird Europe. Ich sitze hier jetzt auf Platz 4F. Es ist bei Freebird Europe genauso wie bei anderen ähnlichen Fährenfliegern. Die vorderen 5 Reihen sind ein bisschen teurer. Ich habe jetzt 15 Euro für die Sitzplatzreservierung auch für den Fensterplatz bezahlt. So viel zu den Sitzen erstmal. Alles andere gucken wir uns gleich ganz in Ruhe während des Fluges an. Ich wünsche euch jetzt nach dem Stress erstmal viel Spaß. Ich werde den Start auf jeden Fall sehr genießen hier aus Köln raus.
So, wir sind dann jetzt gerade in Köln mit etwa, mit ziemlich genau 2 Stunden und 45 Minuten Verspätung gestartet und erwarten eine 15 oder 5, 4 Stunden 15. Damit möchte ich jetzt das Thema Verspätung und Chaos in Köln auch endgültig dieses Video beiseite schieben und mich voll und ganz dem Flug widmen. Ich habe kurz vorm Start euch gerade noch gezeigt, das mit dem Dreck finde ich natürlich sehr, sehr ekelhaft hier, so in der Ritze so viele Krümel. Das Thema hatten wir jetzt schon öfter in letzter Zeit, ist nicht so gut. Ich möchte allerdings kurz die Gelegenheit nutzen, eben Freebird vorzustellen. Der eine oder andere wird sicherlich denken, Freebird, was ist das überhaupt? Freebird ist eigentlich ein türkischer Ferienflieger. Fliegen hauptsächlich in Antalya mit 7 A320. Von Antalya zum Beispiel nach Düsseldorf, Köln. Aber wie viele türkische Airlines hat auch Freebird vor einiger Zeit einen europäischen Ableger gegründet. In dem Fall Freebird Europe, wo sie inzwischen 3 Maschinen auf Malta registriert haben, mit denen sie von Köln, Leipzig und seit diesem Sommer auch Paderborn Ferienziele für deutsche Touristen anfegen. Genau, das ist die Geschichte von Freebird und Freebird Europe. Ist ähnlich wie zum Beispiel bei Corendon. Das hatte ich ja auch sehr ausführlich vor kurzem noch gemacht. Genau. Dann mache ich gleich mit dem Sitz weiter. Ihr habt es vielleicht beim Einsteigen auch schon gesehen. Die Kabine ist nicht die modernste. So drücke ich es mal freundlich aus. Ist schon ein bisschen älter, die Sitze auch. Die Maschine ist, glaube ich, wenn ich es richtig im Kopf habe, 8 oder 9 Jahre alt. Die Sitze sind, wie gesagt, nicht die ganz modern, ganz neu. Am Sitz habe ich tatsächlich nicht so viel hier. Ich habe einen klappbaren, nicht ausziehbaren Tisch. 2 Brechtüten. Und eine Safety Card, die ich persönlich sehr, sehr cool finde mal. Und die auch im Gegensatz zu dem Dreck, den ich euch gerade schon gezeigt habe, überhaupt nicht klebt und auch ziemlich neu ist. Das muss ich sagen, finde ich sehr, sehr cool. Auch, was ich persönlich ist, Geschmackssache. Finde ich extrem cool, wenn die Safety Cards die Registrierung mit drin haben. So sehen wir hier, wir sind in der 9er Hotel Fox Hotel Alpha. Und ja, finde ich sehr, sehr cool. Ich bin jetzt gespannt, wie es gleich läuft mit dem Service. Ob es ähnlich ist wie bei zum Beispiel Corendon, dass dann gleich was ausgeteilt wird. Aber das, denke ich, werden wir dann später oder nachher sehen und erleben. Ich habe noch eine interessante Ergänzung in der Sitztasche gerade gefunden. Unten war noch die Bordkarte von dem gestrigen Flug. Erkennt man am Datum gestern von Rhodos nach Köln. Das zeigt natürlich, dass die Kabine nicht gesäubert wurde. Das finde ich mal sehr, sehr schade und finde ich ist einer der wichtigsten Punkte bei so einem Flug. Interessant finde, da haben wir auch schon öfter in den Videos oder habe ich versucht, die Diskussion anzufangen. Hier hat man den Kleiderhaken an dem Tischhalter. Tischhalterung heißt das so. Wisst ihr, wie, wenn jemand weiß, wie das heißt, schreibt es auch gerne unten in die Kommentare. Freue mich auch mal, was dazu zu lernen. Nee, aber das war definitiv noch zu ergänzen und zeigt, die Krümel sind ein eindeutiges Indiz. Und das natürlich erst recht. Hier ist nicht noch einer durchgegangen. Auch wenn die Maschine wieder die ganze Nacht in Köln stand. Ist interessant, dass es jetzt auch öfter auf, in Köln auffällt. Fällt mir gerade mal so auf. Zur Crew kann ich sagen, es ist wieder ähnlich wie bei Corendon auch türkische Kabinenbesatzung. Genau. Man sieht auch hier, steht auf Englisch und Türkisch.
muss dazu sagen, bevor diese Maschine vor, ich glaube, 2 Jahren zu Freebird Europe ging, war sie ja auch die ganze Zeit bei Freebird in der Türkei im Dienst, also bei türkischen Freebird und zwischenzeitlich mal hat Freebird sie abgegeben. Ich glaube, in Afrika oder ist sie für noch andere Airlines außerhalb der Saison geflogen. So, ein bisschen spät nach 1,75 Stunden Flugzeit kam jetzt auch der Service, ist jetzt Reihe 4. Also hier wird sehr, sehr spät damit begonnen. Ich habe mir für 8 Euro ein Salami-Sandwich und eine Fanta gekauft. Man bekommt hier, was ich sehr, sehr schade finde, keine Vorauswahl. Man sieht die Produkte auch gar nicht, also man kriegt kein Heft. Das finde ich persönlich ein bisschen schade, weil man so ähnlich wie es bei Ryanair war, erraten muss, was es gibt und dann nur das, was man auf dem Wagen sehen kann, kaufen kann. Man kann hier, was ich eine interessante Logik finde, auch aufgrund von Corona nur bar bezahlen. Bei anderen Airlines kann man aufgrund von Corona nur mit Karte zahlen, bei Freebird nur bar. Kann auch sehen, wie man will. Eine Sache muss ich dann auch noch eben sagen zum Kapitän. Wir haben eine deutsche Cockpit-Besatzung. Er hat auch noch eine detaillierte Durchsage gemacht. Finde ich immer sehr, sehr gut und sich natürlich auch richtig für die Verspätung entschuldigt und mehrfach betont, dass es nicht an der Airline liegt. Aber das hatte ich ja schon gesagt. Er sagt jetzt tatsächlich, dass es Probleme gab mit der Gepäckanlage und dass mehrere Flugzeuge betroffen waren und viel Verspätung hatten. Meiner Meinung nach ist das kann passieren. Man weiß nicht, was da war. Deswegen möchte ich da jetzt nicht draufhauen oder so, weil ich, wie gesagt, nicht weiß, was da passiert ist. Was ich allerdings nochmal dazu dann doch sagen möchte, ist, was die Kommunikation war in Köln sehr schlecht. Man hat Wasser bekommen, das fand ich sehr, sehr gut, ziemlich schnell, wo man merkte, dass es länger dauert, aber man hat kaum Informationen bekommen. Also es wurde keine Durchsagen gemacht, man hat nur das gehört, was sich rumgesprochen hat und so wie ich stand ein bisschen weiter hinten in der Schlange, habe dann ja auch nur von den anderen erfahren, was möglicherweise ist. Das finde ich, hätte man ein bisschen besser lösen können. Aber das ist Flughafen, nicht Freebird. Zum Flug an sich bis hierhin kann ich noch sagen, dass es ja soweit in Ordnung ist. Wie immer fehlt natürlich noch der Blick auf die Toilette. Ich möchte natürlich euch auch zeigen, wie die Toilette bei Freebird aussieht. Zu den Toiletten gibt es Folgendes zu sagen. Es gibt im Airbus A320 natürlich immer eine Toilette vorne, hinterm Cockpit und hinten zwei. Es ist allerdings so, dass die vordere Toilette nur für die Crew ist, was ich ein bisschen schade finde, da es sich dann doch hinten auch ein bisschen staut, so wie ich jetzt von hinten immer mal nach ganz vorne laufen muss. Toilette. Besondere Sachen gibt es jetzt hier nicht. Wir haben den Wickeltisch, Toilettenpapier, Seife und Tücher. Es ist soweit sauber, was mich im Gegensatz zum Platz natürlich ein bisschen überrascht, aber ist natürlich ein positiver Fakt. Und haben wir deutlich dreckigere Toiletten, glaube ich, habe ich euch schon zeigen müssen in den letzten Wochen, Monaten. Ja, dann gucken wir mal, ob die Ein- und Waschzähne auch funktioniert.
kann euch auch noch eben ergänzend was sagen. Und zwar, ich bin ja gerade durch die Kabine gelaufen, um auf die Toilette zu gehen. Und man hat hier doch deutlich mehr Beinfreiheit hier vorne. Ich gucke, wie eng das hinten ist, doch sehr, sehr eng. Mal guckt hier bei mir vorne. Da lohnt es schon echt, die 15 Euro zu bezahlen. Das kann ich euch auf jeden Fall empfehlen, wenn ihr mit Freebird fliegt. Was ich auch sehr, sehr cool finde hier, zumindest in diesem Flug jetzt, dass die Bildschirme ausgefahren sind. Das ist ja ganz, ganz selten nur noch heutzutage. Und man die Flugkarte die ganze Zeit sieht und verbleibende Flugzeit etc. angezeigt wird. Finde ich sehr, sehr cool und ja, zumindest ein bisschen Form von Unterhaltung, auch wenn es natürlich weder Magazine oder Boardjob-Hefte hier gibt. Das muss man natürlich sagen. Ja, und dann bis soweit war es das jetzt von diesem Flug, glaube ich. So eine verbleibende Flugzeit von gut von circa 1,5 Stunden. Und dann würde ich sagen, wenn nichts Außergewöhnliches mehr passiert oder wenn ich nichts vergessen habe und ich noch was nachtragen muss, hören wir uns gleich auf Fuerteventura. Bye bye. Bye bye. Dankeschön. Bye bye. Bye. So, hallo und herzlich willkommen auf Fuerteventura. Das war der Flug heute Morgen mit Freebird Europe. Ich muss sagen, ich fand manche Dinge ganz gut, wie das mit den Bildschirmen, auch dass die Ansagen auch auf Deutsch gemacht wurden. Aber es war auch vieles nicht so gut, wie mit dem Dreck, das geht gar nicht. Auch das mit dem Service fand ich blöd, dass er erst so spät begonnen hat und man keine Karten hat. Im Großen und Ganzen geht er, ist auf jeden Fall Luft nach oben. Aber es ist bei weitem nicht so schlecht, wie es in manchen Bewertungen im Internet steht. Von daher soll es das für heute gewesen sein. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen, sollte dies so sein. Würde ich mich sehr freuen, wenn ihr einen Daumen nach oben lasst und falls ihr noch nicht gerade habt, unbedingt den Kanal abonniert und die Glocke aktiviert, dann verpasst ihr kein Video mehr von mir. Und dann sehen wir uns hoffentlich schon bald wieder oder in einem der anderen Videos wieder. Nochmal danke fürs Zuschauen, bis bald, macht's gut, bleibt bei Wert gesund, euer Yannick. Ciao!